Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Und zwar habe ich heute den guten Ian Wright, eine Legende, eine Icon Moments Karte. Der Gute ist 1,75 groß, hat eine Arbeitsrate von Hochmittel. Der starke Fuß ist der rechte, Spezialbewegung 3 Sterne und schwacher Fuß 4 Sterne. Gekauft habe ich den für 174.000 Coins. Er ist jetzt noch einmal ein bisschen runtergegangen auf 165.000. Aber ich denke mal, er wird ungefähr in dem Preisbereich 150.000 bis 175.000, je nachdem, wann man ihn kauft, bleiben. Die Statistik, die er da mal hat, die macht mich etwas stutzig. 125 Spiele, nur 60 Tore und 47 Vorlagen. Ist zwar okay, aber für einen Stürmer hätte man da wahrscheinlich sich mehr Tore erwartet. Aber wer weiß, wie die anderen Leute ihn gespielt haben. Meiner Meinung nach kann der nur als Stürmer spielen, aber schauen wir uns die Werte genauer an. Engine Camp Style ist auf ihm drauf und das ist auch meiner Meinung nach der einzig wirklich sinnvolle. Ja, man könnte ihn wahrscheinlich in anderen Kategorien auch noch ein bisschen pushen, aber ich glaube, Engine ist da echt das Sinnvollste. Antritt 91 geht auf 96 hoch, Sprintgeschwindigkeit geht von 94 auf 99. Schuss hat er sehr stabil, Stellungsspiel 92, Abschluss 95, Schusskraft 92, Fernschüsse 89, Volleys 89 und Elfmeter 93, also. Sehr, sehr runde Karte in der Kategorie. Klar gibt es vielleicht ein paar Tots, die da noch ein bisschen besser sind in der Kategorie, aber passt schon ganz gut. Passspiel ist dann eher so lala. Übersicht 76 geht auf 81 hoch. Die Flanken, naja, 58 gehen auf 63 hoch. Die Freistoßpräzision geht auf 78, also Freistöße wird man nicht unbedingt mit ihm schießen. Der kurze Pass mit 79 geht auf 84 hoch. Das ist dann schon ein Wert, der okay ist, wenn man ihn als Stürmer spielt, würde ich sagen. Der lange Pass mit 67 geht dann nochmal auf 77 hoch, ist auch dann okay. Also gibt viele Stürmer, die ähnliche Werte haben. Ich glaube, Tots Vardy zum Beispiel ist da auch so sehr ähnlich mit dem langen Pass. Efes 70 ist halt auch eher, naja, also wie gesagt, von den Passwerten her würde den eigentlich am ehesten als Stürmer spielen. Dribbling-Werte sind ganz okay, aber mit dem Engine machen wir die jetzt noch sehr, sehr nice, sage ich mal. 84 geht auf 89 hoch, die Beweglichkeit, die Balance von 80 auf 90, Reaktion geht auf 95 von 90, die Ballkontrolle geht auf 92, das Dribbling geht auf 93 und Ruhewert 90. Also das ist sehr, sehr stabil. Also wie gesagt, kann man sich nicht beschweren. Wir werden sehen, wie es dann in-game ist. Ich habe mit dem noch kein einziges Game gemacht. Kopfballpräzision hat er 88, die weiteren Werte brauchen wir uns glaube ich nicht genauer anschauen. Sprungkraft 80. Ja, er ist halt relativ klein mit Sprungkraft 80. Ja, schauen wir mal, vielleicht kommen wir zu einem Kopfball. Ich möchte es jetzt gar nicht mehr ausschließen, weil in einigen meiner vorigen Videos haben wir dann doch Kopfballtore mit Spielern gemacht, wo wir uns gedacht haben, wird nichts. Ausdauer 91, absolut ausreichend für einen Stürmer. Stärke 75, Aggressivität 76. Also, ja, da sollte er auch ganz gut was wegdrängen können mit den Werten. Also, schaut aus nach einer runden Karte. Er hat keine besonderen Traits, den Tempo-Dribbler und den Lupfer als CPU-Traits und Icon-Profil schauen wir uns auch ganz kurz an. Da wurde er zum Torschützenkönig in der Premier League 1991-92 mit einem Dreierpack für Arsenal. Und ja, er hat 6 Jahre bei Crystal Palace gespielt, 7 Jahre bei Arsenal, also bei beiden Vereinen scheinbar eine Legende. Er hat 33 Mal fürs Nationalteam gespielt. Ja, danach waren seine Stationen nicht mehr so berauschend, aber ja. Crystal Palace und Arsenal-Legende und ja. In dem Team spielt er jetzt. Wie gesagt, er wird nicht auf der Position spielen. In-game werden wir dann switchen auf diese Aufstellung, dass er Stürmer spielt. Firmino spielt ZOM. Ings als rechter ZOM und Lucas Moura als linker ZOM. Henderson und Ndidi unsere ZDMs, wobei Henderson der eher offensivere Part ist. Dann haben wir Trent und Robertson als Außenverteidiger, Van Dijk und David Luiz als Innenverteidiger und den Totti Alisson als Torhüter, der sehr, sehr stabil ist. Ja, und ich würde sagen, wir gehen ins erste Game. Ich switche das wieder zurück und in-game switchen wir dann auf die richtige Aufstellung und wir schauen, wie der gute Ian Wright performt. So, unser erster Gegner ist da. Der hat da einige ganz, ganz nette Karten. So eine. Er hat auch Bobby Firmino, Diaby hat er auch. Ndombele, Henderson, der gute alte Ben Yedder. So, jetzt haben wir auch mal Ian Wright endlich am Ball. Also schauen wir uns da das Dribbling mal an. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr nice auch an. Würde aber sagen, ein bisschen behäbiger wie zum Beispiel das von einem Firmino.
Schauen wir mal, wie er da jetzt sich bewegt. Der Laufweg war okay. Ja. Ein bisschen die Kraft komischerweise gefehlt, aber der Laufweg war jetzt auch nice. Ich habe den Ball leider nicht hinbekommen, aber war ein nicer Laufweg da eigentlich in die Richtung. So, wir haben Halbzeit. Es ist eigentlich relativ wenig passiert. Ian Wright ganz wenig Ausdauer verloren, Firmino ein bisschen mehr. Ja, starten wir in die zweite Hälfte. Ja, schön abgeschimpft von Wright eigentlich. Ja, Laufweg hat er da irgendwie abgestoppt ein bisschen, kommt mir vor. Ja, ich wollte jetzt mal probieren seine Schnelligkeit, aber irgendwie ist er da gar nicht durchgestartet. Bobby Firmino. Also die Laufwege sind super geil von ihm. Ja, Bobby. Jo, gut gestanden von Ian Wright. Sehr, sehr nice. Gutes Stellungsspiel, da kann man jetzt nichts sagen. Ich weiß nicht, Ian Wright ist immer sehr weit hinten, kommt mir vor. Das war jetzt ganz komisch, aber abseits glaube ich sogar. Mir kommt vor, seine Laufwege, man muss sie immer manuell triggern. Also er macht da jetzt in der zweiten Hälfte sehr, sehr selten eigene Laufwege. So, erstes Game von Ian Wright auch. Er hat eine 8,0er Bewertung. Er hat ein Tor gemacht, also richtig gestanden, keine Vorlage. Zwei Schüsse aufs Tor, einer war erfolgreich, der war halt dann drinnen. Ne? 6 von 6 Pässen erfolgreich, das ist eigentlich gut. 5 von 9 Dribblings hat er abgeschlossen erfolgreich und einen Zweikampf hat er verloren, minus 3 Fitness. So, wir gehen ins nächste Game rein. Da hat er einige Leihkarten, Italiener, George Best. So, jetzt können wir da vielleicht mal ein bisschen die Geschwindigkeit austesten von ihm. Bewegt sich eigentlich sehr gut, aber wird da von Dombele eingeholt. Ja, das ist seine Körpergröße, glaube ich, mit da ziemlich klein ist. Das passt ganz gut eigentlich. Ja, so das schön gemacht mit Ronaldo. Ja, Wright da in der Mangel gewesen. Jetzt gibt es auch das Foul. Ja, gut durchgesetzt von Wright da wieder. Let's go! Super Laufweg von Wright. Da kann man gar nichts sagen. Oh, schöner Laufweg von Wright. Ja, schade, ich wollte die Flanke probieren. Oh, schön gemacht vom Gegner. Aber mein Van Dijk, was mein Van Dijk da gemacht hat. Alter, ja. Wieder mal ein Nachspielzeit-Tor. Ja, war schlecht verteidigt das Tor da jetzt in der Nachspielzeit auch, aber man sieht, ich habe keine Team-Fitness gegeben vor dem Match und ja, die Fitness geht voll in Ordnung von Firmino und auch von Ian Wright. Alles bestens. Ja, schön von Wright. Ja, da kommt sogar noch. Wahnsinn, Henderson! Nice, 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 ich weiß nicht. Oh, ganz komisches Game wieder mal. Also meine Verteidigung. Man kann einfach dann nichts machen. Jo, Ian Wright, Gesamtbewertung 8,5. Das ist eigentlich die beste im ganzen Team. Er hat das Tor gemacht. Er hat keine Vorlage gemacht, logischerweise. Witzigerweise hatte er keinen Schuss, der aufs Tor gegangen ist, obwohl er einen gehabt hat, aber der ist über die Stange ins Tor gegangen. 13 von 17 Pässen erfolgreich, 10 von 13 abgeschlossenen Dribblings, eine von 3 erfolgreichen Flanken und 2 von 3 gewonnenen Zweikämpfen. Stabil gewesen und minus 4 Fitness. So, wir gehen in das dritte und letzte Game und ja, das ist eine ganz nette Premier League Squad, beziehungsweise hat er Smalling hinten auch drinnen. Schaut ganz gut aus eigentlich. Aubameyang und Ings. Ja, schön von Lukas, schauen wir mal. Oh, schade. Alright. Schade. Alter, wieder Wright. Also was sein Loris da schon hält die ganze Zeit. Alter, wieder. Ja, schön gemacht von Wright. Alter, es ist echt abartig, was da abgeht.
Ah, oh, sehr nice von Firmino. Und jetzt kommt Wright. Alter, es war ein Flairschuss jetzt. Jetzt hat er ordentlich schon vernebelt. Ja, wieder hängen geblieben leider. Ja, und der Schuss, ich glaube, das war sein schwacher jetzt. Aber jetzt komm! Ey, ich komme an diesem Loris nicht vorbei. Ja. Ei. Wir haben 89 Fernschüsse. Ich habe da gerade nebenbei nochmal geschaut. War zwar ein guter Hammer eigentlich, den er da raushaut, aber naja, sein Loris ist halt von einem anderen Stern. Also ja, der zweite Versuch des Gegners war es aufs Tor. Ich hatte halt 13 Schüsse und 9 aufs Tor, ne? Let's go, endlich! Den hat er super übernommen. Endlich. Den hat er echt super übernommen, da kann man gar nichts sagen. Das kann man sich auch ruhig anschauen nochmal in der Wiederholung. Schön angenommen und mit dem starken Fuß dann Volley abgezogen. Endlich hält sein Loris mal nicht. Ja, es war so klar, ich bekomme wieder mal in der Nachspielzeit das Tor. Es war so klar. Ich möchte eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. Jetzt sage ich die Statistik. So, da haben wir jetzt die Statistik. Ich glaube, ich brauche nicht so viel dazu sagen. 18 Schüsse, 13 aufs Tor. Ja. So, und auch Ian Wright schauen wir uns nochmal an. 8,6er Bewertung, auch ganz gut. Er hat ein Tor gemacht, keine Vorlage. 10 Schüsse aufs Tor, 6 erfolgreich. Mehr oder weniger erfolgreich. 20 Pässe hat er gespielt, 17 davon erfolgreich. Also ist auch sehr stabil. Dribblings hat er nur 2 Drittel erfolgreich, also 22 von 33. Keine Flanken gemacht, einen von 2 Zweikämpfen hat er gewonnen und minus 5 Fitness. So, kommen wir zum Fazit mit Ian Wright. 3 Spiele haben wir mit ihm gemacht. Ja, er hatte so seine Höhen und Tiefen, würde ich mal sagen. 3 Spiele, 3 Tore ist eigentlich stabil, da kann man eigentlich gar nicht meckern. Also eine Torbeteiligung pro Spiel. Und die Gegner waren jetzt auch wirklich nicht schlecht in den Games, die wir da gemacht haben. Meiner Meinung nach fehlt ihm ab und zu die Stärke, ab und zu hat er sie dann aber wieder, also es ist ganz komisch bei der Karte. Manchmal hat er echt geile Laufwege, manchmal läuft er einfach gar nicht. Und ab und zu finde ich, und ich glaube, das ist eben seinem Hochmittel, also diesem Mittel für die Verteidigung, dieser Arbeitsrate zuzurechnen, ist er eine Spur zu weit hinten und geht dann nicht so in die Spitze, wie man das gerne hätte. Man muss ihn immer manuell triggern. Man könnte dem wahrscheinlich entgegenwirken, indem man sagt, er soll vorne bleiben. Das könnte man noch probieren, aber wie gesagt, wir haben jetzt 3 Spiele mit ihm gemacht. Die Karte ist für den Preis stabil. Ich nehme mal an, der wird ein bisschen noch sinken auf 150.000 Coins so herum. Also wenn man einen Stürmer braucht, dann ist er absolut stabil. Ich mag auch seine Beweglichkeit, weil das war auch so ein Punkt, wo man dachte, 89 Beweglichkeit, 90 Balance, das ist gerade so. Für einen Stürmer, den hat man gerne flink und wendig in FIFA 20, das ist gerade so an der Grenze, aber das war absolut auch durch seine Körpergröße von 1,75, glaube ich, fühlt sich der trotzdem super, super wendig an, also absolut stabil, die Ballkontrolle über 90, Dribbling über 90, das ist absolut geil, vor allem im letzten Game, aber ich glaube, da ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen, ihr habt die Statistik ja gesehen. Da hat er mir ein bisschen zu viel vernebelt, beziehungsweise hat der Loris sehr, sehr viel gehalten. Ist halt schwer zu sagen, ob es an der Karte liegt oder ob das Game es mir einfach schwer machen wollte, Tore zu machen. Aber es ist eine stabile Karte. Ich finde den Preis auch völlig okay. Ich werde ihn aber nicht in meinem Team behalten, weil wie ihr seht, ich habe eigentlich mit Ings einen super Stürmer. Als ZOM finde ich ihn wasted. Er hat zwar gute Pässe gespielt, also ihr habt die Statistiken auch gesehen, absolut stabil, aber er wird nicht bei mir bleiben. Ich habe da auch David Silva, mit dem bin ich auch sehr zufrieden. Ich zeige euch da mal kurz die Statistik auch von dem. Der spielt am Flügel bei mir, 38 Spiele, 13 Tore, 17 Vorlagen, also auch knapp eine Torbeteiligung, ein bisschen unter einer Torbeteiligung pro Spiel für einen
Flügelspieler ist das absolut stabil. Also, aber wie gesagt, es geht ja um Ian Wright jetzt in dem Video. Stabile Karte, kann man nichts sagen. Man kann echt nichts sagen. Also stabile Karte, aber wie gesagt, für meinen Geschmack vernebelt er mir ein bisschen zu viele Chancen und hat ein bisschen komisches Stellungsspiel. Komisches Stellungsspiel und auch die Physis hin und wieder, die ein bisschen komisch war. Schnell genug ist er mit dem Engine, würde ich sagen, aber wie gesagt, ich werde den wieder auf den Markt schmeißen. Ich wollte ihn mal testen für euch, mal schauen, wie er sich verhält im Game. Also stabile Karte, wenn man einen Stürmer braucht in diese Richtung oder wenn man jetzt nicht genug Coins hat, dass man sich einen Tots Vardy oder so holt oder keinen Inks gemacht hat oder so, dann kann man gerne zugreifen. Also es spricht jetzt nichts gegen ihn. Er ist echt stabil, aber es gibt bessere. Ich würde jetzt mal sagen, mit einem Inks bin ich zum Beispiel mehr zufrieden als mit ihm im Sturm und mit einem Roberto Firmino sowieso. Also ja, aber es ist halt eine andere Preiskategorie auch nochmal. Aber ich würde sagen, das war's für das Video. Sehr, sehr stabile Karte dieser Ian Wright. Wenn ich nicht bessere Alternativen im Verein hätte, würde ich den wahrscheinlich sogar behalten für eine Zeit lang und den länger spielen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schaut auch gerne mal bei mir auf Twitch im Livestream vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Ich spiele eigentlich fast jede Weekend League. Freitag, Samstag, Sonntag. Schaut gerne mal vorbei, lasst ein Abo da, sagt Hallo, sagt ihr kommt von YouTube. Aber das war's für dieses Video. Danke für euren Support und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.